Aquarelle sind im Werk von Gerhard Richter eigentlich nur in einem kurzen Zeitraum von 20 Jahren entstanden, zwischen 1977 und 1997. Es gibt zwei Ausnahmen, die bereits aus dem Jahr 1964 stammen. Diese zwei frühen Aquarelle sind sehr an seinen damaligen Fotobildern orientiert, also sie sind figurativ oder gegenständlich. Und dann hat er 1977 eigentlich sein Aquarellwerk geschaffen, was parallel lief zu den abstrakten Bildern. Und bei den frühen Aquarellen, also 1977, sind eine ganze Reihe von Motiven entstanden, die er als Vorlagen benutzt hat. Also das Aquarell hatte eine dienende Funktion und war die Bildvorlage für großformatige Gemälde auf Leinwand. Gerhard Richter war eigentlich, kann man sagen, ein sehr unkonventioneller Aquarellist. Er hat sich nicht an die Regeln der Technik gehalten. So hat er seine frühen Aquarelle von 1977 und 1978 auf ganz banalem Schreibpapier ausgeführt. Also zum Teil auf liniertem Papier, zum Teil auf kariertem Papier, immer auf dünnem Papier. Und das hat natürlich auch die Abbildung, die Darstellung der Aquarelle beeinflusst. Das heißt, der feuchte Auftrag der Aquarellfarben hat das Papier gewellt, es zusammengezogen. Das war eigentlich eine Begegnung von zwei Materialien, die eigentlich gar nicht zusammengehörten und die man eigentlich nicht zusammenbringen konnte. Aber Richter hat sich da nicht dran gehalten und er hat eben diese Regeln gebrochen. Gerhard Richter hat in seiner Malerei immer versucht, Komposition zu vermeiden. Und er hat bei den Aquarellen sehr stark den Zufall einbezogen in seine Gestaltung. Das hat er bei seinen Gemälden, bei den abstrakten Gemälden, erst etwas später geschafft, indem er den Rakel benutzt hat. Hier ist es so, dass er eine andere Möglichkeit gefunden hat. Er hat die sehr wässrige Farbe aufgetragen und hat dann das Papier, den Malblock, in die Hand genommen und hat die Farbe auf dem Malblock geschwenkt, sodass sie in unterschiedliche Richtungen verlaufen ist, die er auch nicht ganz kontrollieren konnte. Das hat er dann später überarbeitet. Also es ist immer ein Prozess gewesen von Zufall und Kontrolle. Ähnlich eben wie bei seinen etwas späteren abstrakten Bildern, etwa ab den 80er Jahren. Hier gehen die Aquarelle quasi der abstrakten Malerei voraus. Und dieses Prinzip aus Zufall und Kontrolle ist ganz entscheidend für sein Werk und auch für seine Haltung, die Kontrolle ein Stück weit abzugeben. Wenn wir uns das Gesamtwerk der Aquarelle von Gerhard Richter ansehen, das ist eben nur diese letztlich 21 Jahre und es ist auch ein sehr schmales Werk. Es sind sicherlich keine 400 Werke, die überhaupt entstanden sind. Wenn wir uns dieses Werk über die Jahre ansehen, erkennen wir doch, dass es Veränderungen gibt. Also die frühen Aquarelle, zum Beispiel sehr stark im Jahr 1984, wo sehr viele Arbeiten entstanden sind, bis dann zu den allerletzten Werken aus dem Jahr 1997, haben eine Veränderung durchgemacht. Also man kann erkennen, aus welchem Zeitraum, aus welchem Jahr zum Teil dieses oder jenes Aquarell entstanden ist. Während die früheren, also die zum Beispiel aus dem Jahr 84, häufig noch sehr offen sind, offene Räume zeigen, im Kontrast zu dichten Flächen, also einen vorderliegenden Teil und einen sich nach hinten in die Perspektive öffnenden Raum, ist er später, wenn wir sagen, wir schauen uns ein Aquarell von 1991 an, ein sehr dichtes Aquarell. Der Auftrag, die Struktur ist sehr dicht. Wir können eigentlich nicht mehr einen Hintergrund erkennen, sondern es spielt sich alles auf einer Ebene ab und es ist sehr dicht zugemalt und zugearbeitet. Auch das ist eine Entwicklung, wie wir sie in den
Bildern, in den Gemälden, den abstrakten Bildern der 80er und dann Anfang der 90er Jahre nachvollziehen können. Die Aquarelle, die in diesen 20 Jahren entstanden sind, sind in kürzeren Zeitabschnitten entstanden, sodass immer einzelne Konvolute, die auch zum Teil identifizierbar sind, als zusammenhängend entstanden sind. Zum Schluss gab es schon mal eine längere Pause. Zwischen 1993 und 1997 sind keine Aquarelle entstanden. Erst 1997 dann der Abschluss mit einer Gruppe kleiner Aquarelle. Und er hat hier noch einen anderen Schritt gemacht als bei seinen Aquarellen vorher, indem er ein größeres Blatt bearbeitet hat und dann die Aquarelle aus diesem größeren Blatt ausgeschnitten hat. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt hinzugekommen, der auch gleichzeitig ein Kontrollschnitt ist. Also es gab dann zunächst das sehr zufällige Entstehen, dann die Bearbeitung, das Eingreifen und am Schluss die Auswahl des endgültigen Aquarells.